So, hallihallo. Diesmal was anderes, da mal wieder Weihnachten vor der Tür steht und SIS ein neues Event gestartet hat, machen wir jetzt mal ein paar Fahrten dafür, und zwar das Christmas Winterland Event. Da gibt es fünf verschiedene Depots, wo Sachen hingeliefert werden müssen. Das sieht man hier unten, der Weihnachtsmarkt. Eine Schokoladenfabrik, ein Postbüro, eine Kunstwerkstatt und ein Bergresort. Und 15 Lieferungen insgesamt muss man machen. Dabei scheint es keine Bedingungen zu geben, was die Entfernung angeht. Und wir schauen dabei jetzt auch mal direkt schon auf die Karte. Denn das finde ich sehr schick. Das war in früheren Events auch schon so. Gibt es hier diese Symbole, in dem Falle jetzt Schneeflocken. Und bei jeden 1000 Fahrten gibt es für die Stadt eine Schneeflocke dazu. Und da ich schon gesehen habe, dass im Euro Truck Simulator in der Nähe dieser Winterangelegenheit, was in Österreich liegt, schon alle Schneeflocken hat und Fahrten viel zu lang würden, machen wir es hier in Kansas. Irgendwo hier in dem Bereich liegt das. Ich bin gespannt. Und da müssen wir jetzt hier schauen nach solchen Weihnachtslieferungen. Christmas. Wieso sehe ich jetzt keine? Eben sah ich welche. Das ist jetzt mal wieder toll. Wir schauen mal kurz durch, ob es da vielleicht irgendwelche Fracht gibt. Das wäre jetzt ein unangenehmer Umstand. Absteigen, wir machen mal aufsteigend, weil das ist hier ziemlich in der Nähe. Christmas Beverages, da haben wir doch was. So, und das ist nämlich hier irgendwie ganz komisch. Er zeigt mir hier nämlich irgendwie zwei Ziele an. Town Square, WL für Winterland. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Scheinbar haben sie da ja irgendwelche Einrichtungen installiert, die es vorher nicht gegeben hat. Also die Map haben sie verändert. Ich warte mal die Ladezeit ab. Da hängt der Ton nämlich gerne mal in der Aufnahme. So, wir gucken kurz aufs Kärtchen, wo wir hin müssen. Okay, in den Süden von Celina. Im neuen DLC, wie man sieht, auf dem Profil bin ich da schon ganz gut rumgekommen. Ja, mein Kenny, den fahre ich auch schon lange. Und dann tuckern wir mal los. Stoppschild. Mal Rückspiegel und das Sat-Nav an. Wir waren schon zu schnell. Ja, Polizei und Schlafsimulation ist jetzt hier mal ausgestellt. Das mache ich dann doch gerne bei solchen Events lieber ohne. Da ist das alles ein bisschen zwangloser. Hier mache ich keinen auf Mega-Realismus. Die Physik ist zwar, glaube ich, so schwer gestellt, wie es geht. Das habe ich jetzt vor der Aufnahme zugegeben, gar nicht kontrolliert. Und ich weiß, dass man in den USA eigentlich an Ampeln die rot sind, rechts abbiegen darf, wenn man brav guckt. Aber ich habe mir das schon abgewöhnt, weil das Spiel einen nämlich dafür gerne trotzdem bestraft. Jetzt müssen wir hier mal noch einstellen, dass ich meine Tempomatgeschwindigkeit sehe. So. Ich mal mit 42.
Ja, nicht mehr lange. Eine Woche, 9 Tage ist Weihnachten. Nee, 7 Tage. Am Tag dieser Aufnahme jedenfalls. Ich hatte eben überschlagen, wenn ich jeden Tag eine Folge machen will. Bis einschließlich den letzten Weihnachtsfeiertag, dann sind es 9 Aufnahmen, die ich machen muss. Ja, es ist früh am Morgen, 4 Uhr, gleich 4:30. Das heißt, die Sonne geht bald auf. Das habe ich extra so eingestellt. Damit hier nicht die ganze Aufnahme dunkel ist. Und ich hoffentlich im Hellen aufladen kann. Ja, also. Ziel der Aufnahmen ist es dann natürlich, die 5 verschiedenen Depots jeweils einmal zu besuchen, um das abzuhaken und dann insgesamt 15 Lieferungen zu machen. Ich bin gespannt, ob ich Muße zu habe, das an einem Stück abzufilmen. Aber im Regelfall finde ich das immer ganz angenehm. Ich habe das früher gerne auch im Truckers MP gemacht. Mit Wintermod, den habe ich jetzt hier nicht drin. Ich werde wahrscheinlich 2 Aufnahmesessions machen. Denn 15 Fahrten, das ist ein bisschen heftig. Und mal schauen, ob der Frosty Mod geht aktuell, das weiß ich nicht. Und dann machen wir ein paar Folgen im Winter. Vor allen Dingen wäre das sicher interessant mit den Frosty Physics. Das Ganze mit der neuen Reifenphysik mal im Rutschigen auszuprobieren. Das könnte witzig werden. So. Ja. So, dann schauen wir mal. Hier irgendwo geht's rein. Jetzt lass mich raten, der Hänger steht jetzt wieder so da, dass man hier so richtig räudig wegkommt. Ja, genau so ist es. Ah ja. Mit Lebkuchenman vorne. Wie man sieht, mein LKW hat auch schon ein bisschen Weihnachtsdeko abbekommen. Brumm, brumm, brumm. Das. Ich glaube, ich bin ein bisschen weit links, aber der Zapfen schiebt sich rein. Wir inspizieren mal kurz die diesjährige Bemalung des Trailers. Ich sehe ganz viele verschiedene Konfitüre, fiese Zuckerbomben, das obligatorische Lebkuchenhaus. Ja, und Schnee. Wetterbericht eben geguckt für die nächste Woche. Es sieht so aus, als würde es eher nass. Wie machen wir das hier? Kommt man da hinten auch raus? Hab so lange nicht regelmäßig Truck Simulator gespielt, dass ich die ganzen Yards auch einfach verlernt habe, zumal die auch ein paar neue tatsächlich reingebracht haben. Gerade hier in dem DLC bin ich mir da noch unsicher. Und da muss ich gähnen. Das tut mir leid. Aber das muss manchmal sein. Warum habe ich eigentlich keine Route? Hä? Ach du liebe Zeit. Ich muss mir die selber setzen, oder wie?
Das ist ja irre. Wir fahren mal hier hin. To the Desired Portal. Portal? Das wird ja interessant. War ich da in die Winterdimension oder wie habe ich mir das vorzustellen? Wir werden es sehen. Was wiegt denn der Spaß hier? Das ist ja relativ schwer. Ich merkte nämlich gerade, wie hier der Drehmoment am Lenkrad zog nach rechts. So, 65. Es fängt an zu dämmern. Was haben wir denn? 5 Uhr. Ja, also von diesen Christmas-Events habe ich dann auch schon ein paar gemacht. Ich habe auch das tatsächlich auf World of Trucks auf beiden Profilen Christmas Gifts irgendwie die meistgelieferte Fracht sind. Sowohl für Euro wie für American Truck Simulator. Ich spiele das Spiel jetzt nur seit, ich glaube, 2013. Und ich habe nicht alle Winter-Events gemacht, aber den überwiegenden Teil. Eins hatte ich irgendwie, es kann sein, dass es das erste war, das hatte ich irgendwie gar nicht mitbekommen, dass es das gab. Das war irgendwie einfach an mir vorbeigegangen. So, Jake Brake. Und ja, falls jemand fragt, ist ein Soundmod drin? Das ist der vom Kriechbaum, der Soundpack für American Truck Simulator. Ich war jahrelang Vanilla unterwegs und irgendwann habe ich mir dann ein paar Videos mal vom Kriechbaum angeschaut und so, ja komm, es klingt so viel besser. Muss sein, muss sein. So, und in schöner weihnachtlicher Stimmung habe ich hier auch ein heißes Getränk. Da nippe ich jetzt mal dran. Also 7 Folgen, 7 Fahrten nehme ich, glaube ich, heute mal auf. Wann im Laufe der Woche. Das kann ich bestimmt noch ein paar machen. Ist ja auch gar kein Zwang dahinter. Ja, Kansas DLC. Schöne Sache. Gefällt mir bisher ganz gut, besser als die letzten. Gar nicht mal die Map. Die war eigentlich immer schön bei allen DLCs. Das haben die immer ganz gut gemacht. Ja, aber die Bugs. Sketchy Tempolimits und komisches KI-Verhalten. Das ist hier nicht so schlimm. Hatte ich den Eindruck. Ich hatte bei doch einigen Fahrten, habe auch alle Achievements gemacht mittlerweile. Ach guck mal, da hätte ich ja auch, balla, da hätte ich ja auch hinfahren können. Das habe ich nicht gesehen. Natürlich die Leute in den Kommentaren dann immer, warum hast du nicht das genommen? Weil ich es nicht gesehen habe. Weil ich blind bin. Und außerdem ist ja auch egal, oder? Ich bin ja hier nicht im Wettbewerb. So, da kommt in einer Meile wohl meine Abfahrt. Ja, genau. 1000 Fahrten gibt eine Schneeflocke. 5 Schneeflocken, glaube ich, kann die Stadt sammeln und dann ist die abgeschlossen sozusagen und zählt dann nicht mehr zum Community Goal,
Das kann man zwar für seine persönlichen Fahrten noch machen. Das sieht ja spacig aus. Und wenn ich da jetzt. Intrigued. Travel through the portal. Das neue Portal Truck Simulator. Geil ist das denn? Ich brauche gar keinen Wintermod. Oh, wie schön. Das ist ja wohl geil. Das ist ja wohl richtig geil. Oh, wie schön. Mit Viewpoint sogar. Ich wette, das ist doch im Trackers MP. Das kriegen die aber nicht in Time geupdatet. Aber da wäre ja garantiert alles voll. Das würde doch hier aus allen Nähten platzen. Framerate von 5 wahrscheinlich. So, ist Licht an? Ja, Licht ist an. Ob es hier Verkehr gibt? Schlitten? Was sagt die Physik? Oh ja. Oh ja. Es ist rutschig, Leute. Das ist ja geil. Cool. Ja, das ist nach. Boah, 10 Jahren. 10 Jahren im SES-Universum. Das erste Mal, dass ich auf einer Map fahre von SES mit Schnee. Verrückt. Oh, es ist sehr, sehr rutschig hier. Wir machen mal ganz Piano. Ich weiß, ich fahre mitten auf der Straße. Aber es scheint keinen Verkehr hier zu geben. So, die Uhrzeit. Ja, es war. Ich bin wohl irgendwie MST, irgendwas mit Standard Time. Ich kenne jetzt die amerikanischen Zeitzonen leider nicht by heart. Das ist. Es ist schlüpfrig. Das ABS ist am Limit. Ja, da kann man jetzt ja bestimmt ziemlich guten Tokyo Drift veranstalten. Ja, man hört auch so ein bisschen, dass der Motor hier am Wabern ist, weil die Traktionskontrolle auch nicht so ganz weiß, was sie machen soll. Gerade mit Sonnenaufgang. Da vorne biegen wir ab. Was wollen wir machen? Ist alles ganz schön rutschig hier. Ich gebe mal Vollgas. Kontrolle regelt das ganz gut weg, wie mir scheint. Ja, und schon bin ich zum Ice Trucker geworden. Sau cool einfach, sau cool. So, den Town Square, den haken wir dann ab. Oh, jetzt hier. Jetzt frage ich mich gerade, ob das für American und Euro Truck eine eigene Kreation ist, weil das hier sieht auf den ersten Blick eigentlich recht europäisch aus. Straßenschilder haben wir hier nicht. Gucken wir uns hier mal.
Bin gespannt, wie es ja bei Nacht aussieht. Liegen irgendwelche Lämpchen rum. Ach, wie ist das schön romantisch hier. Das erinnert mich an einen lange zurückliegenden Winterurlaub, als ich noch sehr klein war. In Österreich. So schrecklich viel Winterurlaub habe ich in meinem Leben nicht gemacht. Und wenn ich in irgendwelchen Städten mit großen Weihnachtsmärkten gewesen bin, war immer Scheißwetter. Männer. Aber hier gibt es auch mal Leben, jedenfalls ein paar Menschen. Wirkt nämlich doch alles sehr unbevölkert hier. So, wo soll ich das Gesöff abstellen? Ich weiß es nicht. Town Square discovered. Hier müssen wir jetzt mal großzügig ausholen. Guck ich hier rum. Sollte gerade so hinhauen. Um die Reifen vom Trailer brauche ich mir nicht so viel Gedanken machen, auch wenn das im Spiel eh egal ist. Weil auf dem Schnee würden die ja rutschen. Ja, das war die erste Fahrt. Schick, schick, schick. Hier läuft ja sogar Musik. Ganz leise nur. Bin zu weit weg. Ja, wir gehen mal kurz hier auf Drohnenflug. DJ Christmas. Ah, der ist von SES höchstpersönlich. Ja, und der ist wenigstens ehrlich und spielt nur auf seinem Handy rum. Coole Sache. So, dann müssten wir jetzt sehen. Wir spielen Champion. Wir müssen sehen, genau, ein Depot abgehakt. Fortschritt 1 von 15. Ja, aber einen Viewpoint schauen wir uns in der Aufnahme noch an, würde ich sagen. Da machen wir hier eine Rolle rückwärts. Und da ist das Portal dann wieder raus. Ja. Cool. Das ist eine schöne Idee, das finde ich gut. Mehr so ein Quatsch. Kann das Spiel vertragen. Ja, ich muss es ja nicht machen, also kann sich ja leider aufhängen. Realistisch. Ja, aber ich meine, Weihnachten ist doch ein bisschen fantastisch alles. Also warum nicht mal Black Swan, das fiktive Winterland. Jetzt nehmen wir hier ein bisschen Gas geben. Kann ich driften. Ich hab das. Ah. Nicht mit den aktuellen Einstellungen, vor allen Dingen mit dem Automatikgetriebe immer schwierig. Ja, auf Verkehr achten brauchen wir jetzt zum Glück wohl nicht. Draußen bei mir vom Fenster kläfft irgend so eine Teppichratte rum. Ja. Hier schalt mal hoch vielleicht, ja? Okay, Differential geht nicht. Ja, schön. Ich wette, da ist auch den Map-Designern das Herz aufgegangen wie ein Greppel, dass sie die KDR machen durften.
Ich hätte mich gefreut. Ja, ich muss dann wohl auch mal mit den Einstellungen rumspielen und dann mache ich ja auch mal eine kleine Winterrallye. am. Und irgendwie wird es gefühlt aber dunkler oder nicht heller. Irritiert mich irgendwie gerade. Geht die Sonne auf? Wir fliegen noch mal kurz eine Runde. Schauen wir mal. Winterland Central. Paradiesisch. Ja, auf jeden Fall kann ich sehen, warum sie es in Europa, in Österreich platziert haben. Schweiz wäre sicherlich auch noch gegangen, aber diese schönen Bergstädte, die gibt es nun in Österreich eben einige. Die Alpen sind ja auch sehr, sehr schön. Oh ja, mit schneebedeckter Statue, einem Flüsschen. Ah, aber ich merke, es ist Fan recht dezenter Weihnachtsbeleuchtung, weil es gibt da ja Leute, die haben da immer ziemlich einen Overkill an der Fassade. Das war jetzt doch noch sehr zivilisiert. Ja. Ah ja, die hat zwei Ausgänge, die Veranstaltung. Oder nee, so. Ach hier, ich bin. Ja, Tomaten auf den Augen, ne? Das sind vier Stück mindestens. Dann würde ich doch sagen, fahren wir. Ja, komm, wir fahren da raus, wo wir reingekommen sind. Zählt das jetzt eigentlich zum Explore dazu? Wird das nachher wieder rausgerechnet? Habe ich jetzt nur ein paar Wochen, um das hier abzuschließen und dann ist das Portal weg und ich muss bis zum nächsten Weihnachten warten? Ja, schauen wir mal. Oh, ich habe hier. Wie langsam muss ich sein? So, jetzt ist das Differential drin. Kurz mal mit der sequentiellen Schaltung testen. Oh, das. Ey, das wird nichts. Nee, nee. Mit manueller Schaltung vielleicht, aber. Ich habe ja auch so einen riesen Knüppel mit Ranger und Splitter, aber. Manchmal will ich einfach nur entspannen und nicht schalten müssen. Und da ist so ein Automatikgetriebe doch angenehm. Da kann man beim Fahren auch ganz entspannt trinken und so die Maus bedienen. Man muss nicht ständig da rumrühren. Also ich gebe jetzt bewusst nicht viel mehr Gas, weil offensichtlich geht es eh nicht schneller. Jetzt geht es auch gleich bergab. Da schaltet er auch sofort runter. Wir machen hier mal das Fernlicht an. Ja. Ja, aber das sind ja dann jetzt genau die richtigen Videos für die Winter-Weihnachtswoche. Sehr schön. Sehr schöne Idee. Sehr schön gemacht. Da hoffen ja viele drauf, dass irgendwann mal Jahreszeiten Einzug halten ins Spiel. Fände ich auch geil. Kann man mit Mods halt herstellen, aber es fehlt halt so die Transition, der Übergang. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Wegen der Rutschigkeit.
So, Town Square war das, ne? Wir mal kurz nach links. Das Fenster blockiert mich. Oha, da ist aber hoch aus dem Schnee ausgeschnitten. Na, also. Gib mir mal richtig Kit. Auch nachher wieder anhalten, das muss man hier immer bedenken. Ja, da kommen sofort Erinnerungen an die Monaco Winter Rallye hoch. Viel zu schnell. Ich brauche die Bremse nur antippen. Da blockiert er sofort. Und dann zurück ins Portal. Die echte graue Welt. Mit Verkehr. Und Terminen. Ekelhaft. Jetzt mir auch einmal den Tempomat. Mal schauen, ob er das besser geregelt kriegt als ich. Ja, daneben ist irgendwie noch so ein kleiner grauer Zippel. Wenn ich das nächste Mal hier reinkomme, schaue ich mal, ob es da irgendwie weitergeht. Ja, aber ich werde mit dem Verlassen der Winterwelt dann auch die Aufnahme beenden. War das schön. Ja, dann reisen wir mal rüber. Rudolphs Crafts. Ne? Ding, da sind wir wieder. Huch, aber ich bin jetzt nicht da, wo ich reingefahren bin. Ach du liebe Zeit, da kommt mir ja sonst wo raus. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Hä? Was? Ja, ich bin in Montana, wie mir scheint. Ich war ja irgendwo hier. So hier so. Genau. Ja, das ist ja nur, das sind ja nur so 1200 Meilen. Die fahre ich nicht. So viel kann ich vorhersagen. Aber schöne Sache. Ich freue mich auf die weiteren Fahrten. Wir sehen uns und bis dann.